Wir sind 2 Minuten gefahren. Dabei hast du dich einmal verfahren. Hallo, nein. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Und das den ganzen Sommer. Ach, Bellamont. Leute, es ist der Tag nach dem deutschen Ausscheiden. Ich brauche euch nichts erzählen. Mir geht es genauso schlimm wie euch allen, wahrscheinlich zu Hause auch. Es tut einfach weh. Die Männer haben so geil gespielt, waren so nah dran. Und das ist aus gegen wahrscheinlich das beste Team im ganzen Turnier. Das ist einfach, das tut weh, das darf auch weh tun. Das ist bitter. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie die gute Laune in ein paar Tagen dann wieder hochgefahren kriegen. Es ist ja noch ein paar Tage Heim-EM, ein paar geile Spiele werden wir noch erleben. Und vielleicht hilft ja auch der Musikverein Bellamont mit seiner Musik so ein bisschen. Ich fahre jetzt mal Lisa Küppers abholen, die ist sicher auch noch ein bisschen im Loch, aber wir kriegen uns zusammen schon irgendwie hochgefahren. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Scheißendreck. Nein. Lisa, komm rein. Oh Gott. Ja, Wetter können wir leider nicht. Es tut mir echt leid. Oh. Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben, Wetter können wir nicht. Aber schön, dass du jetzt da bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Lisa, was soll ich sagen? Der Himmel weint, weil Deutschland raus ist, oder? Ja, der Himmel weint wie ich nach dem Spiel. Du hast wirklich geweint? Ich habe sehr doll geweint, ja. Oh, das finde ich irgendwie süß. Aber ich verstehe das auch. Ich konnte es nicht zurückhalten, es ging einfach nicht. Es war schon sehr emotional im Stadion, eine Achterbahn der Gefühle. Alle waren irgendwie so am Boden, deswegen, ich war nicht die Einzige, die geweint hat. Wie bist du da jetzt so, sagst du jetzt, ja klar, das tut einfach weh, aber sagst du auch, ich kann jetzt trotzdem heute so die Halbfinals, die wir haben, kann ich trotzdem feiern, gucke ich noch gerne? Ich freue mich einfach jetzt weiterhin guten Fußball zu sehen. Ja, ja. Also ein EM-Finale, ob jetzt Deutschland dabei ist oder nicht, ja, ist immer ein Spektakel. Ja. Also das ist trotzdem ein Highlight und es ist ja immer noch im eigenen Land. Das finde ich auch. Ja, geil, dass du diesen Vibe hast. Ja. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, weil ich war schon in einem argen Tief heute, aber wenn man so zusammen drüber redet, ist ja auch so ein bisschen Traumabewältigung. Ne? Hast du dir schon wen Neues ausgesucht jetzt? Oder bist du da so, wenn ich Deutschland gewinne, ist mir egal? Oder würdest du sagen, ich fände zum Beispiel, also die Schweiz finde ich schon irre geil. Die haben mir so viel Spaß gemacht. Ich hätte jetzt tatsächlich auch die Schweiz gesagt. Mein Second Pick wäre Österreich gewesen. Oh ja, ich auch. Geiles Team dieses Jahr, allgemein, geiler Vibe. Ja. Ich meine, sind ja auch unsere Nachbarn in der Sprache vereint. Ja. Und das Ähnliche ist natürlich auch. Ich weiß nicht, ob das genau die gleiche Sprache ist, aber so ein bisschen. Ein bisschen. Mehr als bei den Schweizern. Aber deswegen, die Schweiz finde ich schon, den will ich schon gönnen. Und da wir heute beim Musikverein sind. Ja, spielst du denn eins? Come on, wo gut, woher sollst du das wissen? Aber ja, wenn du mich ein bisschen kennen würdest, dann würdest du jetzt denken, das ist nicht eine. Nee, ich bin leider, ich höre wahnsinnig gerne Musik, aber du wirst es ja vielleicht gleich erleben, wie ich mit Musikinstrumenten umgehe. Sei ehrlich, ich bin wieder gefahren wie eine Rakete, oder? Absolut. Bussi, doch. Musikverein Bellamont. Guten Tag. Ist gut. Ja, schön. Schön, dich zu sehen. So, servus. Hallo. 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 Schön, dich zu sehen. Hallo. Hallo. Servus, Manu. Sehr gut. Also ihr macht hier Musik und da ist aber auch ein geiler Fußballplatz. Also das ist hier so alles eins, würdest du sagen? Genau, wir haben den FC Bellamont, unseren Sportverein, und wir sind der Musikverein. Wir arbeiten natürlich sehr viel zusammen, auch innerhalb von unserem Dorf. Und ja, jetzt ist aber Musikverein dieses Mal dran und wir haben jetzt das tolle Fest gewonnen. Wir sind sehr stolz. Das ist mein Instrument, was ich heute lernen darf. Genau, eine Posaune. Okay, und ist das bei euch auch so ein Standardinstrument oder warum habt ihr mir genau das rausgesucht? Weil es farblich natürlich sehr gut zu Lidl passt und natürlich zu dem Lidl-Fan-Fest. Es ist ein Kinderinstrument, weil. Hat er das gerade wirklich gesagt? Also wir sind schon mittendrin, wir haben schon ein bisschen geübt. Hier habe ich mich geschlagen als Posaunist bisher. Ganz okay. Ja, das ist jetzt nicht sehr nett. Okay. Aber mach mal vor und ich versuche dann nachzumachen. Ja, so wird das jetzt bei mir nicht klingen. Aber ich habe es mir von dir erklären lassen. Moment, wieso klang das bei dir nach Musik und bei mir, als wäre ich auf der Toilette gewesen? Was ist da, was muss ich neu anpassen? Das ist einfach Übung. Das ist Übungssache, okay. Sie hat stundenlang geübt, lasst euch nichts erzählen. Oh, das war schon, oder? Das klang leider mehr nach Musik als ich, ne? Willst du mal das hier ausprobieren?
Du auf meine Köpfe, das oh, schmeißt. Nein, na, oh. Pass doch auf mein Instrument. Hallo, dann gib Lisa, mir das doch so. Was ist denn so los mit dir? Was muss so, ich überhaupt machen? Ich weiß nicht mal, wie man das hält. So, was ist das? Nee. Nee, das kriegen wir nicht hin. Das klingt auch eher nicht wie Musik. Sag mal, wie hast du das denn gemacht? Ja! Okay. Und ist das jetzt auch so? Wieder so der? Gut. Ja, das gefällt mir eher. Also insgesamt Note für uns 3-. 3+. Ja, ab 4 ist bestanden. So. Besser als ich jemals in meiner Schulzeit war. Damit können wir gehen. Geil. Also Musik, Instrumente hat so lala funktioniert. Es war okay, es war gut. Ich würde sagen, es war okay. Es war gut. Okay. Dann nehme ich das okay mit. Was, du quatschst ja deine Leute auf deinen Kanälen den ganzen Tag voll. Was machst du für die Stimme? Ja, ich wünschte, ich hätte was, sonst würde ich vielleicht heute nicht so klingen, wie ich klinge. Wir klingen beide ein bisschen ange, ne? Ich habe gehört, das hier soll helfen. Oh, ja, Ingwer-Zitronensirup. Immer rein damit, ne? Vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Cheers. Ja, zum Wohl. Boah, das brennt, das ist geil. Du magst diesen Ingwer-Knall? Ja, ich liebe das. Ich stehe ja eher auf so Zitronenbonbon. Also für mich muss schön süß sein. Aber seit wann ist denn eine Zitrone süß? Gut, aber das hilft. Die Stimme ist gut. Wir trinken noch ein bisschen was. So, Stimmen sind geölt. Singen wir jetzt eigentlich gleich? Ich glaube, wir singen gleich. Ich glaube, wir singen gleich. Wollen wir mal hören, wie die Profis so klingen. Na dann. Und wir regieren. Oh, hier, Vorhang auf. Was macht man eigentlich beim Regieren? Einfach so, oder? Reicht das schon? Dirigent würde ich machen. Ich sehe eine zweite Karriere. Ich glaube, ich Armmuskelkater irgendwann. So, musikalisch, das war eine glatte Eins. Also würde ich sagen, unsere Schweizer. Wir haben uns ja geeinigt, das sind ab jetzt unsere Schweizer. Wie geht's aus? 2-1 für die Schweizer heute. Nehme ich. Machen wir genauso. Nein, schlecht im Tippspiel. Ich hoffe es trotzdem. Oh, dann sage ich 3-1 für die Schweiz. Ja, das wird's. Geil. Da läuft's. Da läuft's. Ja, Lisa, was machen wir jetzt damit? Jetzt sind unsere Schweizer auch raus. Jetzt brauchen wir nochmal ein neues Team. Ich glaube, es werden die Holländer. Also sorry, die Engländer nehme ich nicht. Ich liebe ja den englischen Fußball, aber das geht nicht klar, mit dem Fußball im Halbfinale zu stehen. Nee, also die Engländer, nee. Die Franzosen, so ein bisschen aus Prinzip, wünsche ich es jetzt nicht unbedingt. Den Spaniern seit gestern auch nicht mehr. Das heißt, ich hoffe auf die Holländer. Ne? Lisa, hast du eigentlich schon realisiert, dass Toni Kroos jetzt... Noch nicht ganz. Vielleicht setzt das in den nächsten Tagen ein. Das ist schon hart, ne? Ja. Wir haben für die nächste Folge den perfekten Gast, mit dem wir es bereden können. Felix Groß. Das ganze Leben lang dabei gewesen. Der Bruder. Ich bin sehr gespannt, was der uns so erzählt. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Wir sehen uns beim Halbfinale. Lisa, mach's gut. Danke dir. Yes, danke dir.